Ach du Scheiße, der Zwergenfürst spielt wieder Sims 3. Na, was soll denn das hören? Es ist heiß und die Sonne ballert herein und da ich mir gedacht, schaue ich mir dieses Tutorial an. Ich muss zur Arbeit gehen. So, seid grüßt man dem Zwerge genommen haben wird's und Engladum zu einem neuen Part Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Da gehe ich auf Arbeit. Ich weiß nicht, was ich arbeite, aber scheinbar weiß es mein Sim. Und das ist die Hauptsache. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich die Kamera schwenke. Die In-Game-Kamera. Oh, Zwerge müde oder was? Da kommt er von der Arbeit zurück. Direkt ins Bett oder was? Ich steuere ihn nicht, er macht's von allein. Gut so. Der ist dann in seinem Bett. Ja, was ich sagen wollte, was ich nicht zu Ende gesagt habe, es ist heiß draußen und ich kann ja gerade keinen seriöses Let's Play vorstellen. Also sowas wie Star Wars, Lego oder Mario 3D Land oder Pokémon könnte ich mir jetzt nicht vorstellen als Let's Play Projekt jetzt zu führen. Dieser Schimmel! Ach du Scheiße, stinkt der dort. Man sieht es ja förmlich. Man sieht ihn förmlich stinken. Nein, nein, geh dich mal bitte duschen hier. Wenn du soweit bist. Man sieht den Gestank ja schon an dir. Dann krieche ich mal unter die Dusche. Zum Glück zensiert. Das wollen wir nicht sehen. Trotzdem zoome ich mal hier ordentlich ran. Sind wir bald mal fertig. Wir müssen auch noch essen, Frühstück essen musst du ja auch noch, dich anziehen musst du auch noch. Möglichst von allein. Ah, Hunger hast du. Ja, dann iss mal Frühstück. Auf Toilette willst du. Stehst da vor, setz dich. Und da piss halt im Stehen. Bist ein Mann. Hat der einfach auf dem Boden. Hat der gerade im Ernst auf dem Boden hier? Oder ist das nur von der Dusche? Und er stinkt immer noch. Wie hast denn du geduscht? Du hast doch gerade geduscht. Hast du keine Seife benutzt oder was? Dann geh erstmal mampfen und dann kannst du dich gleich nochmal duschen. Mein lieber Jotz. Ist nicht möglich, oder? Meine Schwester spielt das gerade den ganzen Tag rauf und runter. Schneidet sich selbst am Erwast führen. Was für ein Taugenichts bist du, Zwergi. Also, Sims Zwergi. Ja, ich weiß, ich bin auch ein Taugenichts, aber passt doch auf, dass ich mich beim Gemüseschneiden nicht in den Finger schnipple. So dumm zum Steppich. Und die Pfütze vor der Dusche kannst du dann auch gleich mal wegwischen. Alter. Das ist ja. Ich weiß auch, warum ich das nicht mehr gespielt habe. Ist unmöglich. Und dann die Teller auf dem Boden. Könnt ihr das sehen? Kannst du auch gleich mal als nächstes wegräumen. Und das gammelt da schon. Seht ihr das Stinken, das Zeug? In Sims sieht man ja Zeug einfach stinken. Wo gehst du denn jetzt hin? Was machst du?
Was machst du denn da? Bring das doch mal, bring das gefälligst in die Spüle und wasch das Zeug ab. Dusch dann halt nochmal. Dann hat er hier vielleicht erstmal die Sachen wegzuwischen. Und dann bringst du mal dein Essen hier wieder weg. Diesmal hoffentlich mit Seife, mein Lieber. Jetzt wisch die Pfütze weg. Mann. Ja, zur Arbeit gehst du erst, wenn du hier alles ordentlich aufgeräumt hast. Mein Lieber. So, die Zeitung wegräumen. Brav. Braves Sim. Dann sagst du halt mal deinem Arbeitgeber mal Bescheid, dass du zu spät gekommen bist, weil du zu inkompetent warst, mal dein Haus richtig aufzuräumen und erstmal noch dein Haus aufräumen musstest. Und deshalb kannst du ja nicht einmal so liegen lassen. Hast du wenigstens dein Bett gemacht, oder? Nein, natürlich hat er nicht gemacht. Das ist natürlich ungemacht. Das machst du jetzt auch noch. Ein Bett machen. Hab gerade aufgeguckt im echten Leben. Sieht gemacht aus. Also kann ich es dann doch besser als mein Sim hier. So, jetzt noch das Bett machen und dann darfst du auf Arbeit gehen. Ist schlecht gelaunt. Ja. Ich bin oh jetzt mal schlecht gelaunt hier. Ja, los. Auf zur Arbeit. Ja, wenigstens Geld verdienen kann er. Oh, Mr. Obama. Auch auf der Arbeit. Nee, ist nicht Obama. Nur ein brauner Mensch. Nicht rassistisch werden, Zwergi. Real Life Zwergi. Er hat Haare. Er hat mehr Haare. Sorry, auf den ersten Blick sah es so aus. Das sind Sims. Die sehen nicht menschlich aus. Tut mir leid. Bin ich rassistisch. Hat nur wen Braunes gesehen und hab an Obama gedacht. Es tut mir leid. Hier liegt auch noch Zeitung rum. Auf dem Hof hier. Kannst du auch gleich mal wegräumen. Alter, kümmert der sich hier auch noch um. Okay. Was war los? Dann kommunizieren wir mit ihm. Du kannst ihn gleich mal zu dir einladen, weil wir wollen auch mal ein bisschen Kontakt pflegen und ein bisschen Kontakt haben. Der sieht gar nicht mal so falsch aus. Kannst du mal in dein Haus mit reinnehmen? Könnte mal ein bisschen Freundschaft, das tut dir auch nicht weh. Ein bisschen Kontakt zu anderen Menschen. Was machst du nun? Okay. Und er so raubt dich gerade aus. Der verschwindet da. Der ist einfach abgegangen. Der hat was mitgenommen und ist gegangen. Und nur ist das Klo verstopft. Ach. Zmergi. Mein Sim ist so nichts nutz.
Mein Sim ist so blöd wie Stroh. Warum liegt die eigentlich Stroh? Das ist, ist ja, die geht's nur mittelgut. Ja, alles klar. Was jetzt schon pennen? Da steht der. Steht der einfach in meinem Schlafzimmer. Wie gruselig. Ja genau, verpiss dich mal aus meinem... Der verpisst sich doch mal bitte mal aus meinem Schlafzimmer. Will der da nachts stehen bleiben oder was? Möchtest du mich beim Schlaf beobachten oder was? Was ist dein Problem? Den hätte ich lieber nicht ins Haus einladen sollen. Ist der pervers? Macht der jetzt auch noch mein Radio an dort im Nebenzimmer? Hallo, geht's noch? Es wird nicht geschlafen. Jetzt schickst du den erstmal aus deinem Haus raus. Wo ist denn der? Hier ist er. Jetzt schick ihn aus deinem Haus. Dann kann er sich mal verdünnisieren. Verbiss du dich mal bitte aus meinem Haus sofort. Jetzt. Oder muss ich die Polizei rufen? Ist er raus. Perfekt. Muss die Polizei dann noch nicht mehr rufen. Jetzt kannst du pennen gehen. Dass der den einfach ins... Hat, ja gut, da war ich auch teilweise dran schuld, dass der den einfach ins Haus reingelassen hat, aber... Ja gut, Nebenraum brennt Licht. Stöhnt der im Schlaf? Mein Sim ist so ein Dummkopf. Ich schätze, du musst wieder was essen. Du musst ein paar Stunden auf Arbeit sein. Und gibt einen Herbstsalat zu mampfen. Diesmal aber bitte sofort in die Spüle. Kannst du auch ausnahmsweise mal nach dem Essen die Zähne putzen und mal die Hände waschen. Nicht so, wie du es sonst immer tust, einfach nach dem Essen direkt auf die Toilette gehen und dann ohne Hände zu waschen einfach auf Arbeit. Das ist jetzt auch, ich will ja nicht sagen, aber... Ein bisschen geschmacklos schon. Hast gleich zwei Portionchen gemacht. Schön. Und das spülst du auch dann wieder ab. Wenn du fertig bist, okay. In Ordnung. Das Geschirr darfst du dann direkt wieder spülen. Zwergen muss zur Arbeit gehen, ja, aber erst nach dem Zähneputzen, nach dem Händewaschen und nach dem Umziehen und dann nach dem Abspülen, dann kannst du Händewaschen gehen, wenn du zu spät kommst. Habe ich schon gesagt, sag's dem Arbeitgeber, wenn was los war. So, ordentlich abspülen. Ich schaue dir gut dabei zu. Hast gemacht. Schön.
Da ist noch ein anderer Teller zu stehen, den wäschst du auch gleich mit ab. In Ordnung. Zähne putzen, warum du das nicht im Bad tust, ist mir auch eine Frage. Da habt ihr den Teller ja sehen hier. Darf gleich mit abspülen. Hände waschen eigentlich nach dem Abspülen, aber Hauptsache du machst's. Dann bin ich auch mal zufrieden. Hoffentlich wird er nicht gekündigt. Weil er jetzt zu spät kommt, muss er sich halt einen neuen Job suchen. Ist er selbst dran schuld. Schon 9.12 Uhr. Aber wenn man noch was im Haus zu erledigen hat. Auf geht's. Kontakt pflegen. Und recyceln bitte. Nicht auf den Boden werfen. Recyceln. Dankeschön. Und die lässt liegen. Okay. Und die Dame auf der Straße lässt links stehen. Okay. Kannst auch mal hingehen. Mal ein bisschen höflich sein. Mal ein bisschen plaudern. Na, was macht er? Was? Er hat gerülpst. Hat er einfach in meine Aufnahme gerülpst. Der Typ, der Clown dort neben mir. Wer ist er? Ja, muss auf Toilette, dann renn nach Hause. Da ist ein Clown. Der Clown neben mir war ja nicht der Echte. Ein bisschen rumblödeln oder was? Pluspunkte. Und der Clown macht sich lustig über uns. Was gibt's denn mit dem Clown dort? Oh, Anmacher. Es wird körperlich. Oha, auf offener Straße angemacht hier. Und der Clown lacht sich gerne ins Hemdchen. Oh, Zwergi macht Beziehung. So blöd ist er ja auch nicht. Bald rein. Einladen. Rein einladen. Das wird's was. Ich hoffe, Zwei ist mal nicht so inkompetent und kriegt das hin. So, jetzt lade sie mal ein zu dir. Was? Was machst denn du? Hat die einfach beleidigt hier? Was denn? Was? Das lief doch so gut. Er ist einfach in jeglicher Beziehung inkompetent. Hat er sich gerade mit einer Frau auf der Straße befreundet?
unterhält sich ganz gut mit ihr. Hatte sogar schon körperlichen Kontakt mit ihr. Und dann wirft er dir einfach eine Beleidigung an den Kopf. Nee, Leute, mir reicht's. Ich bin raus. Nimmt sich mal wer anders diesen Zwergen vor. Jetzt stehst du vorm Spiegel. Selbstverliebt oder was? Nee, Leute, mir reicht's. Ja, hör du deine Musik. Ja. Leute, ihr habt euch wohl. Habt noch einen angenehmen Fosti-Tag. Däumchen nach oben. Däumchen nach unten. Bewertet's, wie es euch gefiel. Und dann. Ich hab die Schnauze voll. Haut, Renner.